So, du kommst weg. Du kriegst die Speedmodule. Die Grinder kann ich denn hier auch nachher wegnehmen. Und woanders hinstellen. Und dann kommen die Grinder alle dahin. Das kommt alles von da. Das heißt, wir haben nur noch eine einzige riesige Eisenmine. Und das ist schön. Schön, schön, schön. Ihr macht mir hier noch Schluss. Das ist okay. Hier, warum arbeitet ihr noch nicht? Weil ihr einfach keinen Anschluss habt, richtig? Genau. Dann mach mal das da runter. So. So. Alles vorbei. Gut. Dann Steam Engine selber. Woran hapert's? Am Eisen. Da sind die Trash Slots. Ich nehme jetzt mal einen davon und schmeiß den mal da rein. Und gucke jetzt, ob irgendwann ein 88%iger Big Electric Pole im System auftaucht. Du. So, ist ein Anfang. Jetzt ist die Frage, wie ich das mit den Poles richtig setze. Wobei richtig ist hier immer relativ. Es wird nicht so hinhauen, dass jeder seinen Strom bekommt. Aber ich glaube, so ging irgendwie. So. Schaut gut aus, ja. Das heißt, ich mache das dann nochmal da. Immer einen frei dazwischen. Da und dann hier irgendwo nochmal. Und genauso. Da, wo ich nicht rankomme. Da und da. Da und da. Jo, geht sehr schön auf. Und ihr seid schon am Arbeiten, richtig? Mit 100er Temperatur. Das heißt, hier müsste ich eigentlich alles ein nach oben versetzen. Und noch einen Boiler dazwischen quetschen. Ja, das ist richtig. Jetzt gerade erstmal nicht. Füllen sich die Akkus wenigstens? Ja, tun sie. Ich schnapp mal ein bisschen. Also erstmal baue ich die hier ab. Weil die gesamte Anlage wird nicht mehr gebraucht. Und dadurch habe ich auch mein Eisen. Sehr schön. Dann Roboter sind nicht alle ausgelastet. Kann ich sie ein bisschen auslasten. Hier habt ihr Steine. Und ein paar Mauern. Und Holzkisten. Und Offshore-Zeug und überhaupt. So, es kommt nicht mehr durchgehend Metall an. Aber sie sind alle durchgehend am Arbeiten. Das heißt, wir brauchen einfach nur mehr. Wie viele Platten haben wir im System? 11.000. Wie viel Stahl haben wir im System? 722. Dann sollte ich die hier vielleicht mal beschränken. Das heißt, wir haben sie jetzt beschränkt auf 7 mal 2 Stacks, also 7 mal 200, also 1.400. Das sollte wirklich reichen. Und ich warte jetzt nur darauf, dass sich das auf 1.400 füllt. Und dann werden wir damit durch. Brauche ich jetzt mehr Schmelzöfen? Nö, ne? Eisen ist von 7.000 wieder auf 11.000 hoch. Das sollte alles okay sein. Guti. Dann schnappe ich mir jetzt mal Eisenplatten habe ich ja. Kupferplatten, nicht mehr ganz so viele. Da kann ich mir ein paar nehmen. So. Stahl habe ich auch noch. Dann schnappe ich mir jetzt mal grüne Chips und rote Chips, um damit rumbasteln zu können. Und warum arbeitet ihr nicht? Ihr arbeitet aber sehr zu langsam. Ja. Wenn wir euch automatisiert haben und oben mit in der Fabrik eingereiht, dann passt das auch schon wieder. Hier, grün-rote Chips. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nom, 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 nom. Schön, 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 schön. Skynet wieder anschmeißen wäre jetzt auch okay, oder?
Erstmal stelle ich dich allerdings um auf die da. Und dann mache ich hier so. Du kriegst gerade keine grünen Chips. Warum? Habe ich das als weitere Sicherheitsmaßnahme gemacht? Das kommt mir auch ein bisschen viel vor. Warum forderst du rote Chips an? Ach so, weil der... Ah, okay. Also die Construction Bots brauchen wahrscheinlich rote Chips und die... Die Construction grün und die Logistik rot, richtig? Ja. Okay, okay. Das macht dann Sinn, dass wir jetzt beides anfordern. Kann dann beides auf 30 und je nachdem, was er herstellt, passt das auch. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass du auch die... Ja, tust du. Die anforderst und dann ist alles gut. Jetzt lasse ich das so lange laufen, bis wir, keine Ahnung, 100 Construction Bots haben. Und dann schalte ich wieder um auf Logistik. Okay, dann hätte ich gerne ein Stack noch davon. Ich hätte gerne keine komischen Plasma-Sachen hier drin. Dafür hätte ich ganz gerne Offshore-Pumps, auch wenn es komisch klingt. Bau bitte ein Stack Offshore-Pumps, ruhig mit diesen minimalistischen Anforderungen da. Ist mir egal. Hauptsache kommt nach und nach was rein. So, das mit Grün und Rot. Die werden langfristig nicht hinterherkommen, die zwei Fabriken. Also müsste ich diesen kompletten Satz einmal spiegeln. Den ja gar nicht wegnehmen. Mach mal so. Ja, und dreh den mal. Geht das so? Oh, warte, ich hab einen Fehler gemacht. So. So, den kompletten Satz. Ja. Und den jetzt drehen? Geht. Achso. Danke, Autosave. Wenn, müsste ich ihn hier hinsetzen, sonst... Das passt dann aber auch wieder nicht. Ich muss nur die Poles rausnehmen, oder? Ich glaube, ich muss nur die Poles rausnehmen. So. Mach mal so. Nimm die Poles da raus. Das ist irgendwie komisch. Weiß auch nicht warum. Aber die Roboter machen das hoffentlich schon alles richtig. Ja, ihr macht das schon. Also Chips und Chips sind jetzt wieder okay. Die Kistensachen mache ich wieder an. Du forderst bitte Stahl an. Dann müsste das jetzt alles weiter rumrödeln. Wobei die hier ja alle schon auf 50 sind. Der einzige, was noch aufgefüllt werden müsste, wäre die Smart Chest und die Stahl Chest selber. Und weil, sobald das durch ist, wird auch da kein Schleimer verbraucht. Das ist ebenfalls gut. Ihr seid auf Cap. Also ich könnte theoretisch auch da wieder welche rausschmeißen und so ein bisschen Strom bekommen. Aber durch das Flickwerk da unten scheint es langsam wieder aufgefangen zu sein. Das ist okay. Ja, Tränke mache ich bald. Bald ist aber nicht jetzt. Kupfer. Oh, was haben wir da für einen Fehler? Na, kein Strom für euch. So. Was machen wir jetzt hier? Einen Boiler wegnehmen? Einen Engine wegnehmen? Oder einfach alles mit 80% laufen lassen? Das klingt doof. Kann ich euch einfach ein Feld nach oben versetzen? Nee, nicht ohne... Oh doch, warte. Da sind die wieder alle im Weg. Ja. Es gibt keine MK2-Boiler. Es gibt keine MK2-Boiler. Es gibt keine. Wofür wird das Wasser da gebraucht? Ha, ich kann das einfach. Das ist eine gute Idee. Ich setze das Wasser hier weiter nach unten, reiß die alle ab, fülle das alles um ein Feld auf, setze die wieder hin und setze noch eine Reihe Boiler dazwischen. Zwei Reihen Boiler? Nein, okay.
Dum. Dum, dum. Baro. Dum, dum. So, jetzt gibt es einen kleinen Stromeinbruch. Aber wir haben ja keine Lasertürme, also ist alles gut. Ein fehlt nur. Ein fehlt nur. Ein fehlt nur. Gut, dass ich nicht abgerutscht bin. Flop, 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 flop. Was? Ja, flop. Das könnte ich jetzt eventuell nicht hinhauen. Damit richtig. Mist. Guck ich gleich. Erstmal jetzt von hinten nach. Erstmal Fließbänder. So, dann die Boiler. Ärmchen brauchen wir natürlich auch noch. So. Ja, ist in der Mitte, haut nicht hin. Einfach alles zuklatschen mit Zeug. Ja, dann klappt das auch. Warte, du musst, glaube ich, da noch hin. Dann sieht's. Ja. Sehr Tokio-artig aus. Bau. Also das klappt, das klappt. Zip, 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 zip. Keine blauen Äpfchen mehr. Bau blaue Äpfchen. So, jetzt noch die Boiler. Richtig, richtig. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Okay. Die hier hinten müssten gleich mit 100 laufen. Ich hätte noch eine Reihe gebraucht, weil es nicht wirklich eine 1:1 Quote ist oder was auch immer. Aber 93 ist völlig okay. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf drum. Schön. Füllt sich immer weiter. Gut, gut. Du bist bald leer. Du noch nicht so ganz. Da helfe ich mal nach. Noch einem Drill. Noch mehr Speed-Modulen. Und da wird er schnell leer gelutscht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was noch? Genau, überprüfen, ob das oben mit dem doppelten Chip... Wow, ist das ein Wuselzeug. Ja, so muss das sein. Das ist Factorio für mich. Nicht dieses ganze Fließbandgewusel, nein, Armee aus Robotern. Ja, hier ist scheint alles okay zu sein, richtig? Beschränkungen sind auch vorhanden. Die Speed-Module nehme ich da mal raus, weil wir jetzt ja, ne, doppelt so viele Fabriken haben. Du brauchst das Speed-Module, aber sonst dauert das ewig. Und wir haben jetzt schon 60 Construction Bots. Also in, keine Ahnung, wie lange läuft das jetzt? Eine Viertelstunde? 10 Minuten? Hat sie das verdoppelt. Von 30 auf 60. Schöne Sache, sehr schöne Sache. Kisten sind auch bald voll. Passt das soweit auch? Schön. Sehr, sehr schön. Wo war ich noch bei? Ich war noch bei... Genau, wir haben jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so keine Munition hergestellt. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. So, kurzfristig gesehen. Also macht das mal dazu, macht das daran. Und jetzt kommt das da oben an. Aber es wird immer noch viel zu wenig sein, um durchgehend zu produzieren. Weil das Ding da schnabuliert ja mit einem Schluck ziemlich viel weg. Ja, 2,8, 2,9... Okay, du arbeitest gerade nicht. Das heißt, du verbrauchst auch nicht. Das geht also. Ja, es geht noch. Ich mach das aber trotzdem nochmal anders.